Hallberg, Saarbrücken, kurz vor 5. Michael Friemel auf dem Weg zur Arbeit. Huhu, morgen. Wir sind ein bisschen dumm, ne? Weil ich bin heute ausnahmsweise pünktlich wie immer. Halb 5 bin ich zu Hause los. Ich bin immer der Erste hier morgens. Also ich sperre sozusagen das Funkhaus auf. Wecker klingelt um 4 und 10 nach 4 stehe ich dann auf, nachdem ich zweimal drauf gedrückt habe und die ganze Familie wach ist. So, ich bin die Erste halt mal wieder. Also ich fast. Das heißt, es ist schon geputzt. Und Nachrichtenredaktion ist, glaube ich, auch schon da. Die erste Moderation mache ich meist noch in Jacke. Das ist wirklich morgens, das Studio ist halt leer. Und tada! So, alle Bildschirme aus hier. Oh, guck mal hier! Der Kollege von gestern Abend war lieb, hat mal Apple da gelassen. Das Hörfunkgebäude des Saarländischen Rundfunks ist jetzt noch fast menschenleer. Sendebeginn für SR3 Saarlandwelle und Schichtbeginn für Michael Friemel. Guten Morgen, Herr Friemel. Hallo, schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, es wird schon wieder die Woche geteilt. Schön, dass wir gemeinsam starten. 3 Minuten nach 5. SR3. Hätte er nicht mit uns schon ein paar Worte gewechselt, wären das die ersten Worte für den Tag gewesen. Stimmt. Ich habe noch mit keinem geschwätzt bisher. Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber es ist wirklich das, was ich hier sage, morgens das Erste, was ich rede. Nee, es war noch niemand wach bei mir zu Hause. Und mit mir selbst schwätze ich nicht. Zehntausende Saarländerinnen und Saarländer starten mit Friemel in den Tag. Beim Zähneputzen, Frühstücken, im Auto oder auf der Schicht. Friemel hat eine ebenso riesige wie treue Fangemeinde. Und die Angewohnheit, auf den letzten Drücker zu kommen. So, dann gucke ich mal, ob noch was passiert ist heute Nacht. Was wichtig wäre, wobei ich das ehrlich gesagt schon auf dem Klo gemacht habe. Das ist so ein Tick irgendwie über die letzten 20 Jahre geworden. Ich komme wirklich immer um ganz kurz nach 5 hier ins Studio. Und das hat eigentlich immer geklappt. Und alle sagen immer so, oh, was ist, wenn du mal zwischendurch irgendwie steckst, wenn du ein Auto vor dir hast oder sowas. Das hat es eigentlich noch nie gegeben. Wenn ich zu spät komme, dann so richtig. Und das letzte Mal war vor einer Woche, ja, knapp anderthalb Wochen, wo ich morgens um 5 Uhr und eine Minute wach werde, weil ich dreimal auf den Wecker geklopft habe und ihn beim dritten Mal ausgeklopft habe. Und ich habe im Bett gestanden, wirklich. Weil 5:01 Uhr ist dann genau eine Minute später, muss ich auf Sendung gehen hier. Und es ist klar, wenn ich dann mal zu spät komme, komme ich richtig zu spät. Dann ist es nicht diese 2 Minuten im Verkehr, sondern dann war halt irgendwas. Und dann habe ich echt Schweiß auf der Stirn gehabt. Und dann fahre ich relativ schnell hoch und dann habe ich den Kollegen von SR1 angerufen, dessen Handynummer ich hatte. Ich wusste, dass der da ist, aber habe gehofft, dass der nicht verpennt hat. Habe ihn angerufen und gesagt, tu mir einen Gefallen, renn in mein Studio, drück auf Start und dann den Autopiloten an, weil dann läuft die Musik hier erstmal durch. Und ich war um 5:18 Uhr war ich hier und ich habe sogar Zähne geputzt gehabt. Moderator klingt lässig, kann aber auch stressig sein. Für Friemel die Erfüllung seines Kindheitstraums. Nee, das sind immer diese blöden Sachen, wenn Moderatoren so sagen, dass ich schon im Kinderzimmer mit dem Mikrofon, aber es war halt so. Es ist wirklich so. Ich habe immer Radiomoderator gespielt, immer Fernsehmoderator gespielt. Ich mag das gerne, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ach Quatsch, so alles scheiße, ich höre mich selbst gern. So. Seit 1998 ist Friemel im Radio und seitdem der Wunschschwiegersohn von vielen. Jeder kennt ihn, fast jeder mag ihn. Vielleicht, weil er so normal ist oder scheint. SR3 Saarlandwelle. Guten Morgen.
14 nach 5, schönen guten Morgen. Gleich kommt die Band Mangold mit 2 und ich gebe unumwunden zu, ich habe aber einmal Google aufmachen müssen und da gebe ich ein Mangold 2 und da was kommt? Mangold ist zweijährig, daher müssen wir den Mangold überwintern. Solange bei der Band noch das als erstes Suchergebnis kommt, müssen wir noch ein bisschen was tun hier auf SR3 Saarlandwelle, was ich sehr gerne tue. Ich habe weiter gegoogelt und stelle fest, es sind zwei Brüder, Lars und Hendrik, und die heißen mit Nachnamen Mangold. Und die haben jetzt ihre erste draußen, ihr erstes Album. Wir spielen daraus den Titel 2, weil unsere Musikredaktion sagt, das ist so gut, dass wir wollen, dass es mehr als zweijährig ist. Viertel nach. So, jetzt können die singen und ich gehe einen Kaffee kochen. Also das ist wirklich was ich genieße. Das Funkhaus, wo ja dann mittags um die 800 Leute sind, ist leer. Es ist morgens so gut wie niemand da. Gut, Nachrichtenredaktion ist irgendwo da. So, muss man morgens erstmal noch Geschirr wäschen. Das Wichtige ist jetzt erstmal Kaffee kochen. Und das genieße ich wirklich so, die erste Zeit des Tages einmal alleine. Guck mal, es ist wieder Hemmoins um die Uhrzeit. Das darf schon keinem zeigen, ne? Machen wir trotzdem. Uptown Girl, du kannst den Kühlschrank heute... Für die Uhrzeit nicht schlecht, oder? Und für das Geld? Aber, und das musst du sagen, einen gewissen Blick auf gewisse Sachen muss man immer haben. Hier oben ist die Verkehrsredaktion, SR3 Saarlandwelle, der beste Verkehrsservice. Wenn dieser Bildschirm gelb wird, ist es eine Gefahrenmeldung, dann ist irgendwas auf der Straße. Wenn sie rot wird, diese Schrift da oben, dann ist es ein Geisterfahrer und das muss direkt gemacht werden. Also insofern, allzu lange an der Kaffeemaschine darf ich auch nicht bleiben, weil das wäre einfach gefährlich. Und das ist halt morgens in der ersten Stunde, bist du wirklich noch alleine. Da musst du halt selbst auf sowas aufpassen. Morgenroutine. Gut gelaunt klingen, auch wenn die Nacht kurz und der Tag davor anstrengend waren. Eine Kunst und eine Gabe von Michael Friemel. Um 5.30 Uhr ist noch kein Nachrichtensprecher da. Das bedeutet, ich spreche die Nachrichten dann noch selbst. Und es ist eine andere Rolle. Also Moderationsrolle ist eine andere Rolle als Nachrichtenrolle. Soll seriöser sein und ich versuche das schon so zu machen dann. SR3 Saarlandwelle. Nachrichten um 12:30. Um 5.31 Uhr mit Michael Friemel. Guten Morgen. Guten Morgen. Deutsch-italienische Beratungen. Bundeskanzler Scholz trifft heute in Berlin die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Geplant ist die Unterzeichnung eines Abkommens für mehr Zusammenarbeit. Während der Schule und während des Studiums jemand, der immer ganz spät abends gearbeitet hat. Ich habe immer nachts gelernt. Also ich bin immer ungern morgens früh aufgestanden und habe gerne nachts alleine gearbeitet. Inzwischen stehe ich sau gerne früh auf, weil ich hier morgens relativ alleine im Auto bin. Auch so, wenn der Tag so wach wird. Insbesondere jetzt so gerade im Frühling finde ich es schön. Frühling und Sommer, wenn du da ganz früh aufstehst und morgens um 4 Uhr unterwegs bist, das ist toll. Also das genieße ich schon sehr. Und ich bin inzwischen auch nicht mehr müde. Also natürlich gibt es Tage, wo ich müder bin als an anderen, aber es sind nicht die, bei denen man es vermutet. Also die, wo man sagt, jetzt war mir schon auf meinem Geburtstag gewesen, weil das kommt ja auch mal vor. Und ich habe zwei Gläser Wein getrunken. Es sind in der Regel die, wo ich morgens saufit bin. Und die, wo ich denke, oh, wir gehen heute auch mal ein bisschen früher ins Bett, muss morgen früh raus, funktionieren morgens so gut wie nicht. Also ich kann nicht erklären, woran es liegt, aber ich bin Frühaufsteher geworden. Der Kontakt zu seiner Hörerschaft ist Friemel sehr wichtig. Kaum einer zelebriert das so wie er. Das ist unser WhatsApp-Rechner. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, sich im Studio zu beteiligen, sich bei uns zu melden über die 64064. Und das ist, klar, es ist ein Marketinginstrument, aber es ist eins, das wir ziemlich ernst nehmen. Und was
behaupte ich jetzt mal gerade, ich besonders ernst nehme, weil ich jeden Morgen wirklich gucke, sind die schon wach? Weil ich habe so meine Stammhörer, die sich wirklich morgens melden und schreiben, guten Morgen Michael, guten Morgen Herr Friemel. Und wenn sich dann mal der ein oder andere nicht gemeldet hat bis um 5:30, dann machen wir schon manchmal Gedanken. Also es gibt so 2-3 Leute, die jeden Morgen, und wenn die dann mal so 2-3 Tage sich nicht gemeldet haben, überlegt man schon, ist alles in Ordnung, sind die gut wach, sind die gut aus dem Bett kommen. Oft melde sich dann hinterher, will dann sagen, ich war in Kur. Ich sage, der kann schon mal beschädigt sein. Sag schon für jeden Mist beschädigt. Zum Beispiel, der Rainer hat sich noch nicht gemeldet. Normalerweise ist Rainer um die Uhrzeit immer schon wach. Rainer schreibt mir zum Beispiel auch immer, wer am Tag Geburtstag hat, so Promi-Geburtstage. Rainer, da kommt er in dieser Sekunde. Jetzt, Rainer schreibt hier. Das ist jetzt kein Witz, der hat jetzt in dieser Sekunde geschrieben. Und ich freue mich dann wirklich. Er schreibt, der reimt immer. Auwei, heute ist der deutsche Lebertag und der Erfinder des Kronkorkens William Painter wird heute 95 Jahre alt. Jetzt bring das mal in Zusammenhang. Aber was hat er doch nicht gereimt heute? Das ist geil, oder? Das Radio machen, aber auch die Hörerschaft haben sich verändert. Als ich angefangen habe, war ja SR3 wirklich so die Oma- und Opa-Welle, so hat man immer so gesagt. Ne? Das behaupten die jungen Leute heute immer noch, ist ja auch okay. Aber wie gesagt, ich war damals jünger, ich habe mit Mitte 20 angefangen, bin jetzt Ende 40. Und natürlich bin ich jetzt näher an meiner eigenen Zielgruppe dran und natürlich finde ich, das ist alles nicht mehr so schlimm. Aber sie sind auch wirklich toleranter geworden, was Musikgeschmack anbelangt zum Beispiel. Weil derjenige, der vor 30 Jahren 30 war, der hat damals ABBA gehört. Das war seine Musik. Aber genauso hatte der einen Schulkameraden, der in der Bank Navy ihm geguckt hat, der hat Peter Alexander gehört. Das war alles in einer Zeit gewesen. Peter Alexander war zur gleichen Zeit in den Hitparaden, als ABBA in den Hitparaden war. Jawohl, wir sind da draußen. Rainer ist auch draußen. Rainer, der sich immer regelmäßig hier morgens meldet mit den Geburtstagen oder den Jahrestagen. Und Rainer hat heute einen sehr schönen Zusammenhang hier. Er schreibt mir, auwei, heute ist der deutsche Lebertag und der Erfinder des Kronkorkens wird heute 195 Jahre alt. Passt sehr schön. Ja. Michael Friemel ist scheinbar immer gut gelaunt. Und wenn er es mal nicht ist, merkt man im Radio nichts davon. Ein Moderator ist immer auch Schauspieler. Wenn du daheim wirklich mal Hudel am Bein hast oder sowas, oder wenn man gerade etwas nicht so gut ist, ist das für mich wirklich so Rückzugsort hier, das Studio. Ich bin oft in Scheißsituationen morgens in dieses Studio hier gekommen und war nach 5 Minuten in dieser Welt hier drin gewesen. Und das ist sensationell. Das liebe ich total an dieser Frühsendung, dass ich morgens alleine bin. Also ich bin gerne alleine. Muss mir immer so eine Bewerbung schreiben, sind Sie teamfähig? Ja klar, ich bin sauteamfähig. Ich bin nicht sehr teamfähig. Also ich kann gut vortäuschen, im Team zu arbeiten, aber ich mache es nicht gern. Ich schaffe am liebsten allein. Aber jetzt kommt, Carmen ist meine Redakteurin heute Morgen, Carmen Bachmann. Und ich bin natürlich sehr teamfähig und ich freue mich schon total. Kucku. Ui, Carmen Bachmann. Ich bin doch nicht allein den ganzen Morgen über. Moin, hallo. Moin. Ulle. Ich würde das gerne machen. Sollen wir Ulle machen? Ich würde das gerne machen. Mhm. Würde ich aber mit Hörern machen. Ja, ja, klar, no? Mit Hörern. Perfekt. Ja. Ich verteile mal über die Sendung und dann sehen wir uns gleich. Und das ist jetzt wirklich so. Dass das sehr angenehm ist, wenn du morgens jemanden hast, mit dem du dich halbwegs gut verstehst. Und das ist bei Carmen und mir so, weil wir wirklich viele Jahre zusammen schon Radio und Fernsehen machen. Ich glaube, wir waren auch noch zusammen kein Bier trinken. Aber das klappt sehr, sehr entspannt morgens. Die weiß genau, wie ich tick und ich weiß, wie die tickt. Und ich glaube, zusammen kriegen wir eigentlich immer eine ganz gute Sendung hin. Bachmann, selbst SR3-Moderatorin, ist heute Morgen die zuständige Redakteurin. Er ist definitiv kein Teamplayer, aber man kann gut mit ihm arbeiten. Also man muss
man muss so respektieren, wie er ist, dass er so seine Dinge für sich regelt und erstmal nach sich guckt. Ne? Aber wenn man das respektiert, und dann ist er total kollegial und es macht viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil er ja total kreativ ist. Man kann was von ihm lernen, er nimmt aber auch Sachen an. Also es ist einfach, macht Spaß. Also die Julia hatte die Idee mit diesem Orbit um 8:30 irgendwie, und die Autobahn war für mehrere Stunden. Zwei Wochen im Monat moderiert Friemel die Frühsendung Guten Morgen. Carmen Bachmann ist regelmäßig dabei. Es gibt aber auch Kollegen, mit denen er zwar täglich spricht, die er aber noch nie zu Gesicht bekommen hat. Die Carina von den Nachrichten hat schon angerufen. Das ist so ein Ding. Zum Beispiel Tim Steger um 7.20 Uhr. Ich mag Tim total gerne. Wenn ich den auf der Leitung habe, geht es mir gut morgens. Das ist wirklich, wenn ich weiß, dass Tim da ist, freue ich mich schon drauf, so 5 Minuten vorher. Wir haben uns nie gesehen, der sitzt in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk in seinem Wetterstudio und ist ein täglicher Begleiter von mir. Und wir haben immer so 2-3 Minuten vorher Zeit und 2-3 Minuten nachher noch, wenn Musik läuft, miteinander zu sprechen. Hallo, hier ist der Michael in Saarbrücken, guten Morgen. Ja, hier ist der Tim, Michael, ich höre dich. Yippie, schön dich zu hören, guten Morgen. Guten Morgen. Alles gut bei dir? Alles bestens. Ist immer das Gleiche. Und selbst? Bei mir auch. Bei mir auch. Hab ein gutes Wochenende gehabt. Ben hatte, also unser Jüngster, hatte Geburtstag am Wochenende und wir haben uns eigentlich eine ganz schöne Zeit gemacht. Sehr schön. So. Tim, du hast noch 1,5 Minuten, dann geht's los, dann bin ich bei dir. Ne? 1,5 Minuten geht's los. Das Kommando geht nicht wirklich. Hm. Tim, bist wieder da? Guck mal, ist der nicht jetzt, in 40 Sekunden geht's los und die Leitung ist zusammengebrochen. Und man hört mal Musik oder ich erzähle was. Also das ist der große Vorteil, was mich im Laufe der Jahre relativ entspannt gemacht hat. Ich habe irgendwann gemerkt, wenn nichts mehr klappt, fange ich an zu schwätzen. Also ich kann relativ gut, relativ lange schwätzen ohne Inhalt. Ah, jetzt ruft er mich gerade an. Na, guck mal, das ist der Schaltraum, den ihr jetzt gerade gehört habt. Das ist der Jan, der sitzt irgendwie auch den Jan habe ich im letzten Jahr nicht irgendwo gesehen. Jan sitzt irgendwo im Keller hier unten und klöppelt die Leitung zusammen. Also so stelle ich mir es zumindest vor. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden. Ich hoffe, er ist gleich nochmal da jetzt. Okay, noch 9 Sekunden. Hallo Tim, kannst du mich hören? Hier ist der Michael. SR3 Saarlandwelle. Schönen guten Morgen, 7:14 Uhr, gleich bei uns das Wetter mit Tim Steger. Und ja, ich gucke mal, ob er in der Leitung ist. Hallo Tim, schönen guten Morgen, grüß dich. Michael, schönen guten Morgen. Hallo, es ist 7:14, es ist noch stockdunkel draußen. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es ist. Als ich kam, war es noch trocken. Wie ist jetzt? Ja, es ist graut so langsam der Morgen und es ist nicht ganz trocken im Saarland. Es gibt also hier da auch schon ein paar weite Strecken, aber es ist noch trocken. Es wird im Laufe des Tages aber noch ein bisschen mehr Regen. Tim, ich danke dir, hab einen schönen Morgen und bis morgen früh. Bis morgen, wünsche ich dir auch. Tschüss, Michael. Das war wirklich auf die letzte Sekunde zusammengeklöppelt. Ja, also ich bin irgendwie wieder rausgefallen und dann... Als ich dann wieder drauf ging, hattest du mich schon angesprochen. Just in time, sagt man da beim Bau. Er sagt immer, wenn du mal in Frankfurt bist, rufst du an, dann komm schon vorbei. Ich sag, wenn du mal in Saarbrücke bist, wir wissen, glaube ich, beide, dass das nie passieren wird. Vielleicht passiert es einmal irgendwann. Aber mit dem würde ich wirklich gerne mal ein Bier trinken. Das ist wirklich so. Ich glaube, das würde funktionieren. Friemel ist Jahrgang 1974, aufgewachsen in Kaltnaggisch, Duttweiler Herrensohr. Eine jüngere Schwester, Vater Heilpädagoge und Erzieher, Mutter Bankangestellte. Ich war sehr schüchtern als Kind und sehr scheu. Ich war so scheu, dass ich zum Beispiel nicht zur Kommunion gehen wollte. Also die Erstkommunion. Du musst ja mit deiner Kerze musst du durch die komplette Kirche immer durch. Du kommst hin nach vorne, musst nach vorne und alle gucken. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, da ganz nach vorne zu gehen. Bei Großtante Sigrun hat damals gesagt, stell dir einfach vor, es wäre lauter Kohlkepp, die da hocke. Und dann geht's. Und dann kannst du durchschlafen. Das hat noch relativ lange angehalten. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu zaubern. War relativ früh Mitglied im Magischen Zirkel, mit 14, glaube ich. Und dann musste ich auf die Bühne. Und dann bin ich eigentlich von der Bühne nie wieder runtergegangen. Dann
dann war ich so ein bisschen bühnengeil gewesen. Und ich freue mich heute noch immer, wenn ich auf eine Bühne gehe. Ich habe wenig Lampenfieber und stehe gern vor Kamera und gerne am Mikrofon. SR3, der beste Verkehrsservice für das Saarland. Auf der A26, Saarlouis Richtung Saarbrücken, zwischen Saarbrücken-Gersweiler und Saarbrücken-Messegelände, Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Beschleunigungsstreifen. Da habe ich wirklich jedes Mal Angst. Seit ich mal gesagt habe, auf dem Strandstreifen, immer wenn Strandstreifen oder sowas kommt, ist mal angespannt, ob man sauber rauskriegt. Oh, jetzt kommt Tina Turner. Das ist sehr schön. Sie hatte diesen Schwager, Watzlaw, und für den hat sie damals dieses Lied gemacht. What's Love Got to Do With It? Ein Humor, der niemandem wehtut. Friemels Markenzeichen. Er will unterhalten und gefallen. Nie überschreitet er Grenzen, zumindest nicht am Mikro. Es ist insofern ein bisschen komplizierter, weil ich eigentlich einen etwas schwärzeren Humor habe und einen etwas düstereren Humor, als ich ihn on air mir erlauben darf. Und ich im Bekanntenkreis eigentlich oder in der Familie bekannt bin, dass die alle immer sagen, ey, das kann ich jetzt nicht sagen. Es gab einmal eine Situation, das ist, wenn ich die Friemeleien mache, die Klosse, die jeden Montag läuft. Und da tritt man immer irgendjemandem auf die Füße. Sobald du so eine Klosse machst, ich versuche zwar immer mich selbst zu veräpple und versuche auch selbstkritisch eigene Situationen zu schildern, aber manchmal, wenn du so über Berufszweige berichtest, ich habe immer eine Geschichte gehabt, die hieß Es Meier. Da ging es um die Bahnhofstraße in Saarbrücke, dass in gewissen Geschäften immer zwei Kassiererinnen nebeneinander stehen, wenn du Kleider gekauft hast. Und die vorher ihr Merk schon noch auf dein Zettel geklebt und sowas. Und da kommt immer zwischendurch, kommt irgendwann, die gucken dich nicht an. Also die gucken nur sich an beim Verkaufen. Ihren Kunden tun sie eigentlich so mit Missachtung strafen und eine Halle sich, während sie dich abkassieren. Und dann sagt die Ernehmer, ist es Meier noch in der Pause? Das ist so ein Spruch. Und ich habe mal eine Friemelei gemacht, die hieß, ist es Meier noch in der Pause? Und wir sind durch die Bahnhofstraße gegangen, da waren die Kinder so 3-4 Jahre alt, die beiden Großen. Und plötzlich sehe ich, wie von hinten so ein Schatten kommt und mir haut jemand eine runter. Und ich war echt in Panik, ich war echt erschrocken in dem Moment und drehe mich um und da guckt mich eine Frau an und sagt, das Dorf war fürs Meier. Und dann ist sie in das Geschäft gegangen, über das ich geschrieben habe und hat dort weiter kassiert. Und das war echt, das war nicht schön. SR3 Saarlandwelle, Rundschau. Um 8 Uhr mit Stefanie Balle und diesen Themen. Funktioniert, können wir gehen. Um 8 Uhr gibt es die einzige nennenswerte Pause für Friemel. Während die Rundschau läuft, bleibt gerade genug Zeit für einen Besuch in der Kantine. Es ist wirklich noch niemand da um die Uhrzeit. Ne? Hallo, komm, du darfst ruhig rauskommen. Ich kaufe heute Morgen mehr Kakao. Oh, das hat eine Zorris gemacht, ey. Super, aber oh, funktioniert noch. Gemäuer. Funktioniert nur, ansonsten hol dir einen neuen raus. Geht gut, dankeschön. So, du weißt aber genau, was ich kriege, ne? Ein Kakao und? Eine Käsebrezel. Treffer. So. Und hier wissen alle immer, dass es morgens bei mir schnell gehen muss, weil ich in genau 3 Minuten wieder im Radio bin. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Guck mal, beide. Zurück. Oh, hier. Pünktlich zurück und sogar noch 3 Minuten Zeit, um Kakao zu trinken. Und das war die SR3 Rundschau. Um 10 nach 8 übernimmt wieder Michael Friemel. Guten Morgen. Guten Morgen. Friemel ist ein Arbeitstier. Er selbst sieht seine Arbeit zwar eher als Hobby, trotzdem muss die Familie auf manches verzichten. Ich frühstücke im Schnitt 4 Tage im Monat, wenn überhaupt, zu Hause. Aber die sind das so gewohnt. Das ist bei uns hier seit, also die Ältesten, mein Sohn ist jetzt 23, die haben das ja, das war immer so, das war bei uns so. Dafür bin ich aber zu Tageszeiten zu Hause, wo sonst keiner daheim ist. Also ich bin meistens zum Mittagessen zu Hause gewesen. Wenn ich nicht irgendwie auf Dreh bin, bin ich meistens mittags um 1 zu Hause und wir essen immer zusammen. Es ist 8:31 Uhr.
SR3 Saarlandwelle. Die Nachrichten auf Platz. Machen wir eine Hände Morgen. Und in pur Hochschulen an Rheinland-Pfalz und bei Is am Saarland gibt haut Protestaktionen, auch die Uni an Saarbrücken mit Matt. An der Grund aus den Tarifstreit am öffentlichen Dienst von den Ländern. René Henkel mit den Mundartnachrichten. Und falls Sie sich fragen, wo schwätzt man dann so? Wo schwätzt man so, René? In Beech. SR3, das Wetter für das Saarland. Für mich ist Mundart immer so, dass ich so zwischendurch einfach so einsetze. Also ich verfalle manchmal in Mundart mit bestimmten Gesprächspartnern. Oder aber, wenn es ans Herz geht. Irgendwie. Ich glaube, wenn es so Bauchsachen sind, wenn es menschelnde Sachen sind, bin ich automatisch in Mundart. Aber jetzt nicht, weil ich es inszeniere. Das ist bei uns zu Hause ist ja genauso. Meine Frau und ich, mir schwätze platt miteinander. Mit den Kindern haben wir immer Hochdeutsch geschwätzt. Also jetzt, aber nicht aus einer Gesinnung oder einer Mission heraus. Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber ich bin froh, dass die beides können. Dadurch können die Hochdeutsch und die Kinder platt schwätzen. Und wissen auch, wann sie was einzusetzen haben. Viertel vor neun. Im Funkhaus ist mittlerweile richtig viel los. Sorgen um die Zukunft des Radios macht sich Michael Friemel nicht. Er ist zuversichtlich. Es gab diesen Song Video Killed the Radio Star zu Beginn, als MTV damals angefangen hat zu senden, dass damit der Radiomoderator eigentlich im Eimer ist, jetzt wo es Fernsehen und Videos im Fernsehen gibt. Ich glaube, dass es überhaupt nicht so ist. Ich glaube, dass Radio immer eine Berechtigung haben wird, weil es so ein, es ist ein Begleitmedium, aber das ist es ja wirklich. Radio begleitet auch mich, wenn ich es frei habe, durch den Tag. Es läuft immer irgendwo und es läuft für mich deswegen, weil da Menschen sind, die ich irgendwie mag. Ich höre Radio immer nach Persönlichkeiten. Also ich habe meine Lieblingsmoderatorinnen, meine Lieblingsmoderatoren und danach entscheide ich, was ich höre. Wenn die gut drauf sind, bin ich gut drauf und umgekehrt. Und ich glaube, dass wir das auch weiterhin brauchen werden. Fernab dieses sich, man stellt sich so seine Playlist zusammen, man stellt sich seine eigenen Lieblingstitel zusammen bei Spotify, bei Apple, was auch immer. Ich finde es manchmal viel schöner, was vorgesetzt zu bekommen, ohne dass ich weiß, was jetzt gleich kommt. Und manchmal auch was von einem Moderator zu hören, wo ich denke, da hat er gerade nicht lange drüber nachgedacht. Das finde ich, ich finde das gut. Moin. Moin. Und, alles gut? Alles gut. Hast du was? Tour sammeln alte Intrittskarte. Von ihrer Konzerte oder was? Habe ich schon mal eben hingeschickt. Ja komm, das machen wir. Kurz vor Schluss. Übergabe an Christian Job. Hast du noch 20 Sekunden? Oh. Friemel und Job können gut miteinander. Das spürt man im Radio. Es ist gleich 10 Minuten vor 9. Ich darf mich vom Acker machen. Christian Job ist da. Gemäue. Gemäue. Alles gut? Ja, alles gut. Was hast du noch? Das sind Eintrittskarten, alte. Also pur haben gerade bei Facebook soziale Netzwerke gesagt, han ihr alte Eintrittskarten von alte Pur-Konzerte. Ne? Hab ich meins geholt. 25. August 1990, Pirmasens Erlebrunn. Die PS Blues Band Rockman und als Headliner pur. Pur, genau. Und du warst dort? Da war ich dort. Und das habe ich irgendwann, die Karte habe ich im Hartmut Engler gezeigt. Und da hat der gesagt, ach du lieber Gott, Pirmasens, ich erinnere mich, wir sind mit dem Hubschrauber eingeflogen worden, weil die waren vorher auf Schalke, irgendwas Riesiges und dann so ganz Kleines oben eher im Wald in Pirmasens. Erinnerungen an Pur. Und das kann man jetzt einfach dorthin schicken? Und dann ja, auf die Homepage und die sagen dann Danke und posten das dann wieder weiter. Gleich, Christian Job mit den bunten Funkminuten. Schönen Morgen euch. Tschüss. Auf Wiedersehen, Herr Friemel. Neun Uhr. Wenn andere anfangen zu arbeiten, hat Michael Friemel Feierabend. Vielleicht geht er noch ins Fernsehen, vielleicht macht er noch das Wetter, aber ganz sicher ist er am nächsten Morgen wieder im Radio. Egal, was die anderen labern, was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal. Ich mach mein Ding.